möchte ich euch nur kurz zeigen, wie man die Umsatzsteuererklärung oder Anmeldung macht mit Hilfe dem Programm TAX 2020 Professional. Das ist die Version, die es auch beim Aldi immer gibt. Nur die Professional hat noch hier unter diesem Bereich Umsatzsteuer und Gewerbesteuer. Das heißt, jeder, der eine kleine nebst der Arbeit oder so ein kleines Gewerbe mit anmeldet, sei es, dass er 100 Euro irgendwie erwirtschaftet oder so, der muss eigentlich immer eine zur Einkommensteuer auch die Umsatzsteuer anmelden, sobald man Rechnung stellt, die Mehrwertsteuer ausweist und meistens auch eine Gewerbesteueranmeldung. Die ist aber sehr einfach, das ganze Ding. Und zwar habe ich das eigentlich mal so zusammengefasst. Also man macht hier immer die Einkommensteuererklärung bei Einkommensteuer und wenn dann das Jahr vorbei ist, macht man eine Umsatzsteuererklärung. So, und da muss man eigentlich nur ein paar Daten eintragen und das habe ich hier mal kurz zusammengefasst. Man geht da eigentlich hin und nimmt bei dieser Umsatzsteuererklärung oder Anmeldung, geht man hin, drückt hier auf Start, geht dann bei der Firma, gibt man die Daten ein. Und dass ich es jetzt ein Programm mache. Und dann steht hier drin, steuerpflichtige Umsätze, steuerpflichtige Lieferungen und Leistungen, Lieferungen und sonstige Leistungen zu 19%. Das heißt, alles, was man dort bekommen hat, trägt man hier als Umsatz gesamt ein, und zwar den Nettobetrag. Also, und dazu geht man auf die Einkommensteueranmeldung, also hier geht man dann auf, am besten macht man das Programm zweimal auf, ich weiß nicht, warum es das Programm so blöd gemacht hat. Man muss dann auf diese Programmauswahl gehen, geht auf die Einkommensteuererklärung, weiß, ist jetzt schwierig, und da findet man einen Block Gewinneinkünfte. Das ist ja das, was man selber gemacht hat, wenn man zum Beispiel wenn man Einnahmen hat aus YouTube, ja, oder wenn man irgendwie Software erstellt hat oder meint, dass man Briefe verschicken soll, oder keine Ahnung, mit was man sich das Geld verdienen kann, dann steht es ja unter freiberufliche oder selbstständige Tätigkeit, so wie der ich bin, Einnahmenüberschussrechnung. Und dann gibt es Betriebseinnahmen und da schreibt man normalerweise die Betriebseinnahmen rein, die kann man von Hand eintippen hier, alles so wie Belegart eintippen. Und dann steht draußen die Nummer, also hier 3470 Euro, das ist das, was der Nettobetrag ausmacht. Das rechnet automatisch den Netto aus und das trägt man hier ein. Eintrag. Okay? Dann der zweite Block ist, man rechnet ja dagegen, Umsatzsteuer ist, was habe ich da davor, welche Ausgabe hatte ich dadurch? Ich hatte natürlich Aufwendungen und die Aufwendungen, die kann man auch wieder übernehmen. Da geben wir darum Umsatzsteuer, steuerpflichtige Umsätze, steuerpflichtige abziehbare Vorsteuerbeträge, Vorsteuerbeträge aus Rechnungen von anderen Unternehmen, blablabla, geben wir hier rein. Und dann sieht man hier, dass man hier einen Betrag eintippen muss. Und den Betrag holt man wiederum bei Gewinneinkünfte, Betriebsausgaben. Da gibt es unter einem Block Vorsteuer, der rechnet aus dem Programm alles, was man eintippt, was man Kosten hatte während des Betriebes, kann man hier reingeben und dann sind diese Beträge hier drin. Und also man tippt es hier ein und hier ist eigentlich die ermittelte Umsatzsteuer, Vorsteuer, die man dann hier quasi einträgt. Einfach hier eintragen, Summe ist fertig. Und dann, solche coole wie ich, die haben dann natürlich auch noch innereuropäische Erträge. Was ist das jetzt wieder, wenn man irgendwo einen Cent bei YouTube oder Google verdient? Also ab 50 Euro oder ab 100 Euro muss man auf jeden Fall anfangen. Dann ist es so, da tippt man ein, bei innergemeinschaftlicher Erwerb, steuerfreie Umsätze, Ergänzungen und Ausgaben zu umsetzen, Blabla, und dann nicht steuerbare sonstige Leistungen gemäß § 18b Satz 1 Nummer 2 Umsatzsteuergesetz, und da trägt man YouTube und Google ein. Und wo holt man das her? Das macht man wie immer. Zuerst aus Gewinneinkünfte, also man hat hier eine Steuererklärung, man ist Arbeitnehmer in der Regel, und dann hat man zusätzlich Gewinneinkünfte, das was man zusätzlich gemacht hat, als Freiberufler oder als YouTuber oder Influencer oder als Streichholzverkäufer. Und da haben wir Betriebseinnahmen. Und unter Betriebseinnahmen hat man erstmal das, was habe ich wirklich in Deutschland verkauft.
und habe dafür Geld bekommen. Und man hat einen Block Betriebseinnahmen ohne Umsatzsteuer. Die trägt man hier ein, weil man hat ja keine Umsatzsteuer bezahlt. Also und da kommt dann Millionen, tausend Euro rein. Und die muss man diese Millionen, tausend Euro wie immer hier eintragen. Und dann ist die Umsatzsteuer fertig. Und wenn du das dann am Schluss fertig gemacht hast, dann gibt es hier bei Start, hier gibt es Bearbeiten, Fortsetzen und Steuererklärung absenden. Nur draufklicke und das ganze Ding wird, kann man dann senden hier. Und da rechts gibt es dann immer noch so einen Block, dass man den Key, den Elster-Schlüssel, den das Zertifikat erneuert haben muss. Also kriegt man jährlich, muss man das beantragen. Und dann kann man das wegschicken und dann kriegt man Sendebestätigung. So, und das war jetzt meine Erklärung zu, wie macht man das, ja? Und ihr könnt dann demzufolge auch sehr einfach die Umsatzsteuererklärung mit Text 2020 Professional machen für euer Ding. Das geht relativ einfach, das ist das sehr einfach fertig. Ich kann aber auch empfehlen, dass man die Werte, die paar Werte, da braucht ihr eigentlich gar kein Professional, das könnt ihr eigentlich von Hand in der Elster direkt eintragen. Fast sogar einfacher, muss ich zugeben. Dafür hat eigentlich die normale Text an sich gereicht. Ich weiß gar nicht, warum ich das Nummer habe, dann nervt mich schon wieder.